Noch schnell die Nestchen verstecken. Für Mona lege ich das genau hier hin. Und das andere für die Kleine. Hier ist ein guter Platz. Und jetzt nichts für weg. Kinder! Der Osterhase war da. Oh, toll, toll, toll. Oh Mann, wo sind die Sachen? Du musst mir hingucken. Ja, ja, ich gucke ja, aber ich finde nichts. Oh, hier ist auch nichts, Mann. Wo ist denn was? Lisa, schau mal unterm Tisch. Ich glaube, da schimmert was Grünes. Oh ja, ein Nest für mich. Oh, ist das schön mit so vielen bunten Eiern. Oh, der Osterhase war fleißig. Sieht echt schön aus. Ja. Du, Mona, sag mal, findest du es nicht auch komisch, dass Erwachsene noch an den Osterhasen glauben? Wie bitte? Erwachsene? Wie meinst du das, Lisa? Naja, Mama und Papa, die glauben das doch. Sonst würden sie nicht jedes Jahr sagen, der Osterhase war da. Also du spinnst doch, Lisa. Die sagen das doch nur, weil sie denken, du glaubst noch daran. Echt? Mama, Papa! Na, ihr beiden? Habt ihr schon was gefunden? Ja, der Osterhase hat ja auch so schwierige Verstecke. Na klar haben wir schon was gefunden. Stell dir vor, Mama, ich dachte, ihr würdet wirklich an den Osterhasen glauben. Und weil ich euch die Freude nicht verderben wollte, habe ich immer mitgespielt. Och, du Schätzchen. Aber gewundert habe ich mich schon, weil ihr doch so schlau seid. Danke für das Kompliment. Na, das ist ja ein Ding. Ab heute wissen wir also alle, dass es gar keinen Osterhasen gibt. Genau, sogar die Kleine. Schokolade. Ostern feiern wir doch eigentlich wegen Jesus und so, weil er da wieder aufgestanden ist. Ne, Papa? Auferstanden. Ja, das stimmt. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Papa, erzählst du mir noch mal die Geschichte? Ach, Lisa, du kennst doch die Geschichte. Ja, schon, aber ich habe jetzt gerade an seine Mama und an seine Freunde gedacht. Zuerst wussten die ja gar nicht, dass Jesus wieder auferstanden ist. Dann muss das doch ganz schön schlimm für die gewesen sein. Ja, ja, da hast du recht, Kind. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wisst ihr was? Wir tun jetzt einfach so, als könnten wir alle, die dabei waren, selbst fragen, wie das war und was sie gefühlt haben. Gute Idee. Also gut, dann fangen wir bei den Jüngern an. Die haben sich nämlich aus dem Staub gemacht. Warum sind die Jünger denn fortgelaufen? Ist doch logisch, die hatten Angst, auch verhaftet zu werden. Ja, außerdem waren sie ziemlich durcheinander und verstanden die Welt nicht mehr. Und wie du schon sagtest, Lisa, wir wissen aus der Bibel, wie es damals weiterging. Eben. Aber für die Jünger war mit dem Tod Jesu zuerst mal alles aus. Wir gehen nach Hause.
Ein Jünger ist aber doch da geblieben, stimmt's? Ja, der Johannes. Er stand mit Maria in der Nähe des Kreuzes und ich denke, die beiden haben versucht, sich gegenseitig zu trösten. Johannes hat sich dann später auch um Maria gekümmert, wie ein Sohn. Bei den römischen Soldaten nicht ein Hauptmann, der sich bekehrt hat? Bekehrt? Ja, Mona meint, dass er erkannt hat, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war und auch für ihn gestorben ist. Und die anderen Soldaten? Denen war das Piep egal. Die würfelten lieber darum, wer den schönen Mantel von Jesus kriegt. Aber später haben die Wachsoldaten bestimmt einen Riesenschreck gekriegt, als das mit dem Grabstein passiert ist. Hat das ein Engel gemacht? Das weiß ich nicht. Im Matthäusevangelium wird berichtet, dass es ein Erdbeben gab und eine Gestalt, leuchtend wie ein Blitz und mit einem Gewand so weiß wie Schnee, den Stein weggerollt hat. Und die Soldaten fielen vor Schreck in Ohnmacht. So ähnlich. Steht.
muss ja voll der Schock gewesen sein. Gut, dass wir nicht dabei waren. Ja, sicher. Auch für die Frauen, die am Ostermorgen mit Salböl zum Grab gingen, um Jesus einzubalsamieren. Sie sahen eine helle Gestalt und erkannten nicht, dass es ein Engel war. Maria Magdalena fragte ihn, ob er wüsste, wo man ihren toten Herrn hingebracht hat. Dann sind die Frauen schnell zu den Jüngern gelaufen, um alles zu erzählen. Aber die konnten das gar nicht glauben. Männer! Aber dann haben sie es ja selbst gesehen. Und die Priester? Haben die dann endlich geglaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und von ihm wieder aufgeweckt worden war? Nein, sie haben weiterhin behauptet, dass die Jünger den toten Jesus heimlich weggebracht und irgendwo beerdigt hätten. Und wo war Jesus? Du, viele Menschen haben bestätigt, ihn gesehen zu haben. Seinen Jüngern hat er sich natürlich zuerst gezeigt und blieb noch eine Weile bei ihnen, ehe er in den Himmel aufgenommen wurde. Da waren sie bestimmt froh traurig. Was? Wie meinst du das? Naja, froh, weil er nicht tot war und traurig, weil er wieder
weggegangen ist. Ach so. Ja, er hat sie aber getröstet und gesagt, habt keine Angst, ich werde immer bei euch sein. Stimmt das? Ist er auch bei uns? Lisa, er ist bei allen, die glauben, dass er für sie gestorben ist und durch seinen Tod die Welt mit Gott versöhnt hat. Und das feiern wir heute am Ostersonntag.